Moment, bei Llamas Moratita, die exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht. Und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Heute damit die letzten Tomaten entpflanzen. Ja? Die letzten. Hinten habe ich Nummer 5 und hier habe ich Nummer 6. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und schaut Kanalinfo vorbei, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum. Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok. Und am Ende kommt hier 3 Videos anklicken. Am Ende des Videos. Und schaut bei I vorbei. Ja. Und da haben wir Erde. Jetzt nehmen wir mal die Tomatenpflanze rein. Unkraut raus, natürlich. Natürlich batze ich wieder. So viel. Jetzt stecken wir Etikett hinein und den stecken. So, fertig. Die restliche Erde dann mal wieder in den Kübel reinpacken. Jetzt stellen wir mal auf Zeiten. Jetzt habe ich wieder ganz gute Erde mit etwas wieder Dorf. Ist eigentlich schlecht für die Umwelt. Wegen Dorfregionen wird dabei abgebaut. Und was davon Folgen hat. Und der Regenwald wird auch leider abgeholzt. Palmöl ist schlecht. Da wird man nur dick. Das ist aber schlecht für die Umwelt. Drum tue ich immer viel Fahrrad fahren. Und nicht mit dem Auto fahren, keine exotischen Früchte kaufen, selten. Die Früchte, was im Winter nicht wachsen tut in Österreich, so wie Tomaten, kaufe nicht im Winter. Verschiedene Früchte kaufe, Weißkraut. Das geht. Ja. Vielleicht kaufe ich selten exotische Früchte. Selten, ganz selten kaufe ich. Jetzt ist mir wieder die Erde ausgegangen. Hole ich
Jetzt müssen wir wieder Erde holen. Und die letzte Topf. Dann wir mal reinstellen. So. Der fällt schon auseinander. Und dann mal schnell einpflanzen. Jetzt habe ich dann nochmal zwei Tomaten in Töpfe einsetzen. Und dann hinten habe ich noch, glaube ich, jetzt habe ich so ein Blumenkistel geholt. Jetzt tun wir da Erde hinein. Die Tomatenpflanze hinein. So. Und der letzte. Das teste ich mal, wie sie entwickeln da drinnen. Jetzt ist mir die Erde etwas ausgegangen wieder. Ein bisschen heiner. Nicht mehr viel. Jetzt Erde aus. Jetzt haben wir die letzten vier Tomatenpflanzen. Die sind die. Jetzt hole ich vier Töpfe noch. Vier Tomatenpflanzen. Heute gehe ich zu Friseur. Mache ich eine neue Frisur. Ist auch wichtig. Dann mal zuerst den großen, was mit dem großen Topf. Wenn man es. Hoffentlich gibt den letzten. Auf. Bei dem letzten. Genau bei dem letzten ist die Erde ausgegangen. So. So, fertig. Jetzt muss ich nochmal Erde holen. Jetzt geht's weiter. Haben wir schon etwas Erde reingetan. Die Tomatenpflanze. Fertig.
Etikett. So. Nummer 2 haben wir noch. Nehmen wir die große. So. Ja, der Horn. Jetzt kann man das wieder so tauschen. Vielleicht tue ich heute so. Die letzte. Tomatenpflanze. Etikett. Du fleißig lernen für meine Gärtnerprüfung. Ich werde nämlich Gärtner aus meinem Beruf. Aus YouTuber auch noch dazu. So. Mach mal ein kleines Loch. Wegen der Doppel, der. So. Fertig. Reindrücken, bei der Pflanze etwas so andrücken. Alle Tomaten eingesetzt. Viele Teile habe ich gemacht auf YouTube. Schau so. So schauen die Pflanzen jetzt aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 haben wir eingesetzt. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung, schaut's Kanalinfo und schreibt's mir gerne in die Kommentare und schaut's bei Ivo vorbei und drückt Ende des Videos da ein Video. Und drückt den Smiley und der Ananasbild. Da kannst du ein Abonnent von mir werden. Bis zum nächsten Video.